trifft sich immer und sagt, na essen Sie und so. Und wenn man gut einer schüchtern ist und wenn man noch, wenn man es gefühlvoll ist, respektvoll oder Takt oder wie auch immer das nennt, dann stellt man gewisse Fragen nicht und dann nähern sich zwei Menschen an und vielleicht stellt man nie die Frage oder man kommt Vertrauen und stärkt sie an einem Moment. Es hängt alles von den Vibrationen und Schwingungen ab, von nicht von aufgeschriebenen, dümmlichen Programmen und wie sagt man, und Kochrezepten, nicht? Aber ihr macht euch das so, ihr glaubt, ihr seid besonders clever, wenn ihr sich euch einfach macht, nicht? Und sagt, wir machen das einfach so und dann machen wir das und dann stellen wir die Fragen, damit haben wir das auch gleich. Ihr habt gar nichts. Das sollte man sagen, man fängt einfach die Tiere ein und steckt sie in den zoologischen Garten. Und dann können alle sehen, was das für wilde Tiere sind, nicht? Ich habe mal gesagt vorher, wenn ich gehört habe, da hat der Bär oder der Tiger durchgegriffen durch die Gitter und hat dem Wärter einen Arm ausgerissen. Da habe ich mir gesagt, bravo, als kleiner Junge schon großartig, ist doch fantastisch, hat er wenigstens den Arm ausgerissen. Aber das macht einer, nicht? Und es machen ja heute, Gott sei Dank, hoffentlich immer mehr, nicht? Ja, die Jesusbewegung. Und ich habe wahrscheinlich erkannt, dass meine Kraft, die ich habe, die einfach nur bis jetzt verplempert worden ist, nicht? Durch irgendwelche stumpfsinnigen Produzenten, für die ich schwachsinnige Filme gedreht habe. Das ist alles, nicht? Also was will man von mir? Ich habe nur endlich, Gott sei Dank, man kann sagen, das ist Zeit geworden, endlich kapiert, dass ich also das machen muss und nicht was anderes. Das heißt, die Idee was ist gar nicht so Sie neu. Was wollen Sie damit erreichen? Tun Sie es für sich? Das heißt für mich, ich tue es für mich, für Sie, für alle. Es hängt davon ab, was jemand bezahlt, okay, was man macht. Man macht den einen für den anderen. Man will lieber dahin fahren, wenn ich sage, ich war lange nicht in den Philippinen, fahre ich nach Philippinen, oder ich will wieder mal nach Südamerika, nach Japan, sage ich, okay, und dann sage ich, wie viel zahlen die? Nee, forget it, okay, nichts anderes. Film. So okay, findet es statt, ne? Glauben Sie, habe ich persönlich... Was machen Leute, die von zu Hause weglaufen und in Parks leben und Hippies sind, wie man sagt, die wirklichen? Was machen die? Für wen tun die das? Für sich, nicht? Für sich, für die anderen, mit denen sie zusammen sind. Für das, was sie erkannt haben, tun sie es, nicht? Was haben Sie konkret erkannt? Dass man so nicht weiterleben kann. Was andere auch erkannt haben, schon seit langer Zeit, seit Jahrhunderten. Ist das nicht ein bisschen das Reiten auf der zurzeit populären Jesus? Das ist vollkommen schwachsinnig, diese Formulierung. Weil erstens habe ich die Idee vor 20 Jahren gehabt, das Neue Testament zu machen. Das heißt, das ist keine Idee, die ich geboren habe. Oder ich kann Ihnen sogar als Kuriosität einen Fall erzählen, dass als ich 6 Jahre alt war, habe ich das einzige Mal in meinem Leben eingeredet, als ich 6 Jahre alt war, habe ich in der Schule ein Lob bekommen, sonst bin ich nur rausgeflogen worden oder habe Ohrfeigen bekommen, weil ich mit 6 Jahren das Neue Testament auswendig konnte. Aber ich habe es wahrscheinlich nicht gelernt, weil es mich interessiert hat und weil ich es noch gar nicht verstanden habe, sondern einfach, weil ich es so wahnsinnig schon auswendig lernen konnte. Aber wenn Sie sagen, rumreiten ist also das Blödeste, was überhaupt jemand fragen kann in meinem Fall, weil es stand ja bereits in Zeitungen vor 12 Jahren, dass ich das Neue Testament bereits mit Schallplattenfirmen abgeschlossen hatte, aufzeichnen zu lassen und damit Tourneen zu machen, nicht? Und vor 12 Jahren haben die Leute schon angefangen, mich anzupöbeln. Also ich habe auf den Tourneen... Das ist auch wieder sein Witzbold. Na, er ist doch dabei. Ja, aber er wird alle über die Leute verarschen. Nein, das glaube ich nicht. Mir hat gerade hinter der Bühne jemand erklärt, dass die Leute sich unheimlich danach drängeln, hier zu sitzen und ich hoffe, das Maul zu halten, weil nämlich sonst gehe ich weg und die Show ist ja dafür, dass wir hier sind, oder? Na, also, dann seien Sie doch gefälligst ruhig. Sind nämlich einer von diesen Leuten, wo über die wir nämlich, über die der Herr Münchhausen oder wie Herr Münchenhagen das Ganze reden will. Man könnte sagen, Menschen so in einem Leben mit ihren blödsinnigen Positionen und Karrieren und so, und wenn man, wenn sie dann eines Tages zugeben müssten, dass sie sich geirrt haben, denn wenn man daran stark geworden ist, dann freut man sich, wenn man zugeben kann, dass man sich geirrt hat. Die meisten Menschen aber sagen sich, dann müsste man sich eine Kugel durch den Kopf jagen, weil sie, wenn die alles sagen würden, dass alles falsch war in ihrem Leben, da muss man stark sein dazu, um das zuzugeben, okay? Du sagst einmal eines Tages mit 65 Jahren, ich habe alles falsch gemacht, die größte Schauspielerin aller Zeiten, hat gesagt, ich habe alles falsch gemacht. Das war lächerlich, lächerlich, mein Leben am Theater zu verschwenden und zu verbluten. Ich hätte mich lieber mit meiner Tochter befassen sollen. Dann wär, das hat sie gesagt, 65 Jahre. Und das ist ganz natürlich, das ist ganz verständlich. Für mich jedenfalls. Also etwas einsehen und sich verändern, wie alt man noch ist, 180, spielt gar keine Rolle, wann. Etwas einsehen und zugeben. Und sich wirklich fähig ist, sich zu verändern, aber nicht durch das Gequatsche von anderen Menschen, die immer nur wollen, dass man macht, wie sie es gerne wollen, nicht Rules. Nein, für sich selbst.
nicht das Wesentliche zu erkennen. Ich weiß also nicht, was Sie mit Wellereiten meinen. Ja, die populäre Jesusbewegung jetzt. Naja, und das ist doch prima, dass die entstanden ist, aber die ist nicht durch mich entstanden, sondern wahrscheinlich durch, gehöre ich auch zu denen. Eigentlich bin einer von denen, durch diese entstanden ist. Einer von den Millionen seit Jahrhunderten, durch diese entstanden ist. Nicht? Und für meinen Begriff ist es die einzige wirkliche Revolution, die jetzt stattfindet. Sie haben und die kein vorher, Mensch mehr aufhalten kann. Sie haben vorher gesagt, dass Ihr Vortragsabend nichts zu tun hat mit dem Neuen Testament. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, das Neue Testament, wie soll ich mich präzise ausdrücken, damit es keine Irrtümer ergibt, wie ich es definiere, das heißt, wie ich es sehe und wie ich das, was Jesus gesagt haben, nur gesagt haben kann, wenn es jemals Jesus gegeben hat. Das heißt, es hat ihn gegeben. Tausend, Millionen Mal hat es ihn gegeben. Ob es nun der Jesus ist, von dem man in der Bibel erzählt oder nicht, jedenfalls hat es diesen Menschen gegeben. Und das so auszudrücken, unmittelbar, untrennbar von der heutigen Situation, dass es dann nichts mehr mit der kirchlichen Deutung des Neuen Testaments zu tun hat. Denn die Kirche hat das Neue Testament verzerrt. Bis zum Massenmord verzerrt. Weil die Kirche, das wissen ja alle und das ist gar keine Neuigkeit, die ich hier verbreite, hat das Neue Testament so ausgelegt, dass es immer dann funktioniert hat, wie es gerade nötig ist. 99% der Leute, alles erwachsene Menschen, wenn sie wollen, auch Kinder, alles was sie wollen, alle Altersstufen, aber auch ein großer Prozent erwachsene Menschen, die auch ein ganzes Leben hinter sich haben, verstehen Sie? Ja. Die auch jemanden respektieren. Diese Leute haben sich fantastisch benommen. Wer hat nun recht? Der da, weil er einen Bart trägt? Man stört den anderen nicht. Verstehen Sie? Störe ich Sie? Nein, man stört den anderen nicht. Wir sprechen über eine Vorstellung. Die sagen, die Leute haben doch recht und dürfen doch und müssen doch. Ja, was denn noch alles? Halt deine Schnauze, damit du hörst, was ich jetzt sage. Nein, er hat nicht gesagt, halt die Schnauze! Er hat eine Peitsche genommen! Und hat ihm die Fresse gehauen! Das hat er gemacht! Du dummes Sau! Ja, aber es mag doch sein, dass wir unterschiedliche Vorstellungen haben. Aber das ist üblich, ist heute mal da, also Autos umstürzen und sie anstecken und so. Ja, wer sagt das? Sie? Ich nicht. Ich sag das nicht, aber man macht es. Wo auch immer, drehen Sie sich doch um. Sie lesen, ich lese keine Zeitung, aber Sie müssen doch wissen, ich bin überzeugt, dass Sie Zeitungen lesen. Aber woher wissen Sie es, wenn Sie keine Zeitungen lesen? Ich sehe es auf der Straße. Und wenn ich aber eine Vorstellung mich wehre, indem ich also meine Leute mit mir habe und sage, dass man auf da hinten ist irgend so einer, tragt ihn raus oder weiß ich, was macht man? Das ist sehr nett. Ja. Das ist sehr nett noch. Nicht? Kann ich trotzdem noch was fragen, in der Hoffnung, dass wir uns nicht falsch verstehen? Denn diese Leute, die so stören, die existieren ja auch immer nur in der, wie sagt man, im Plural, nicht? In der Mehrzahl, nicht? Die Masse. Die existieren ja nicht im Einzelfall, nicht? Mhm. Er hat sich ja auch nur zu Wort gemeldet, weil er die Chance einmal hat, in seinem Leben vor der Kamera zu sein, nicht? Vor der Weil er würde mich... Ja, naja, es war gut, dann kommen Sie, unterhalten Sie sich mit Herrn Münchhausen, weil es... Er muss ihm mein Mikrofon geben, ich verstehe ihn nicht. Das sagt er. Übersetzen Sie. Einwurf ist gestattet, soweit Sie werden im Augenblick auch nicht rausgetragen, ich verspreche es Ihnen. Ich meine, hier ist es ja auch, Sie sehen ja, das ist Nein, er beleidigt Gott. Ich kann Sie gar nicht so beleidigen, wie Sie mir auf den Wecker gegangen sind. Das ist halt so möglich. Das hat Sie ja gar keiner gefragt, was wollen Sie überhaupt? Oder ist das, ich meine, ist das eine Massendiskussion, dann ist okay, dann halte ich meinen Nein, das ist nicht so geplant. Nein, das fände ich schade. Ich meine, denn da habe ich Sie eben fast missverstanden, wenn Sie sagen, dass man sich pausenlos ist. Es ist auch nicht so, dass er sich nur unter Druck fühlen muss, denn der Arme. Nein. Vielleicht laden Sie ihn das nächste Mal ein zu der Show. Ja, weil... Das wissen Sie doch, wo wir hier sind. Nein, aber jetzt muss ich Ihnen aber wirklich sagen, dass Sie nicht nur freien Eintritt, sondern auch freien Austritt haben, wenn Sie das Gefühl haben. Er muss auch nicht mal was dafür bezahlen. Nein, wirklich nicht. Also, siehst du, wie das ist alles gratis. Dass Sie bestimmte Anforderungen stellen. Also wir haben ja gerade gesehen, wenn ein Kollege oder wenn ein Regisseur einfach nicht so will, wie Sie wollen, wenn Sie andere Vorstellungen haben. Das ist ja wie Sie wollen, wenn ich die anstelle.